Unterloh bei Berit querbeet. Könnt ihr dieses Seil um meinen Hals sehen jetzt? Hier? Was sagt euch das? Ja, richtig. Es geht wieder um die Zauberschule München. Waren wir ja letztes Mal schon. Aber heute geht's um die Wurst, ja? So, Kindergartenzauberer ist, möchte ich sagen, vorbei. Denn neben mir steht der Herr Weber und der tritt heute an. Ja, kann man sagen, zur Zauberprüfung. Zur Abschlussprüfung nach 4 Semestern Zauberschule. Genau, und das hier wäre die Eintrittskarte, die ich jetzt schon mal in den Händen halte. Die Urkunde, die Eintrittskarte in den magischen Zirkel. Und Herr Weber, Sie wissen, es geht um die Wurst, sonst nichts mit Urkunde, ne? Nein, anstrengend. Prüfung bestehen. 3 Teile, ja. Einen schriftlichen Teil, oh, eine Pflicht und eine Kür. This magic moment. So Sie gucken hier mit strengen Augen, Herr. Naja, es soll nicht gespickt werden und natürlich bin ich auch daran interessiert, dass Sie nichts Falsches ankreuzen. Ach so, ja, aber Sie dürfen nicht mithelfen. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Ja, aber wie gespickt? Also ich meine, das sind ja jetzt erwachsene Männer, die spicken doch nicht, oder? Aber wie? Und Zauberer haben noch viel mehr Möglichkeiten als, sage ich mal, normale Schüler. Ach so, also das mit dem Spicken hört nie auf, so, so. This magic moment. Prüflinge und ich gehe mal rein. Zeigen Sie uns einen Zigarettengriff. This magic moment. So different and so new, but like any other. Until I kissed you and then it happened. It took me by surprise. Ja, ich war halt nicht gewohnt, mit Zwerg zu arbeiten. Ich habe auch 2 Punkte. Ja. Oder geben Sie doch 3. Nein, da müssen wir schon streng sein. Ich würde noch einen Punkt draufhauen. Wir haben schon das Äußerste gegeben. Also wir, schon, wir waren sehr gerecht und sehr genau. Das muss ja auch sein. Worauf kommt es jetzt an? Ja, den gesamten Fluss des Kunststücks und wie es noch präsentiert. Darf ich ihm schon sagen, wie viele Punkte er hat? Nein. Ich schweige. Gut, ich schweige. Bis nachher. So, da ist er ja, der Herr Weber. Bei den letzten Vorbereitungen, gleich geht's los, glaube ich, ne? Gleich geht's los, jawohl. Sind Sie nervös? Ein bisschen, ja. Nervosität ist die Höflichkeit vor der Prüfungskommission. Oh ja. Das finde ich auch. Und oh, jetzt kommt der Zauberdress. Jetzt haben Sie ja einen Jetzt kommt der Zauberdress, ja. Verstehe. Hat das Publikum, denn man muss ja sagen, da hinten wartet ein Publikum. Ja. Hat das Publikum auch schon mal geboot oder irgendwas? Das kommt bei Zauberern kaum vor. Und bei Ihnen schon gar nicht. Sie sind ja mein heimlicher Favorit. Ich gehe jetzt schon mal raus und guck mal, wie das Publikum draus ist, drauf Bitte. Ist. Nicht, dass dann hinterher noch, dass die Stimmung auch gut ist. So, dann schauen wir jetzt mal. Ein Blick hinter den Vorhang. Schönen guten Abend. Ich dachte, ich teste mal die Stimmung. Können wir vielleicht mal einen Applaus hier? Das ist super. Hilfe. Spätestens jetzt wäre ich ziemlich nervös. Aber Herr Weber, das Publikum ist super drauf. So, für den Herrn Weber wird es jetzt ernst. Ich gehe mal hinten, Händchen halten, Daumen drücken und ihr genießt die Show. It's showtime, ladies and gentlemen. Das sieht gut aus. Also ich bin fast ein bisschen stolz auf den Herrn Weber. Oh, da ist
außer der Herr Weber. Herr Weber, wie war's? Ja, es war wunderbar. Ja. Es war großartig. Es macht Spaß, Leute zu unterhalten. Und das Publikum war auch super, ne? Das Publikum war großartig. Und Sie haben jetzt bestanden? Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe sehr. Die Jury tagt. Ich muss da gleich wieder hin zur Verkündung des Ergebnisses. Okay, alles klar. Dann toi, toi, toi. Aber ich bin mir sicher, das klappt. Und ich gucke mir das Ganze vom Bühnenrand aus an. Jetzt bin ich genau pünktlich gekommen, denn ich habe den Herrn Weber gesehen und ich fand ihn großartig. Aber jetzt müssen wir natürlich noch wissen, ob der Herr Weber auch die Prüfung bestanden hat. Oje, oje, ich bin ganz mit aufgeregt. Da haben wir den Otto Weber. Herr Weber hat es geschafft, großartig. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ich demonstriere jetzt. Immer noch nicht geklappt, aber ich muss auch sagen, niemand wollte mir verraten, wie dieser Trick wirklich funktioniert. Liegt darin, dass ein wahrer Zauberer seine Tricks nicht verraten darf. Ich gratuliere Herrn Weber und allen anderen Zauberschülern. Und wir sehen uns wieder bei Derek Verbeet. Bis dann.